Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ausbildungsbarometer. Wir befinden uns heute in Allensbach und zwar bei einer Kunstschmiede und Schlosserei. Herr Kegel, geht es heute um den Kunstschmied oder beziehungsweise um den Schlosser? Ja genau, Robert, wir sind heute bei Fritz Straub in Allensbach, ein klassischer Kunstschmied. Richtig heißt der Beruf im Neudeutsch inzwischen Metallbau, Fachrichtung Metallgestaltung. Und dass es ein gestalterischer Beruf und auch ein sehr künstlerischer ist, das zeige ich dir heute mal. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Werkstatt und legen los, oder? Mal los. Wir gestalten heute ein Blatt für ein Wirtshausschild. Natürlich muss man, bevor man das Metall bearbeitet, schon wissen, wie es später auszusehen hat. Hohe Kunst, die nicht nur auf der Vorlage verlangt wird. Aber es gibt Hilfen. Anhand von groben Formen wird das Grundelement für unser Blatt aus einer 4 mm dicken Metallplatte geschnitten. Hier muss man sehr genau arbeiten, damit das Endprodukt auch die richtige Form hat. Und schon hier zeichnet sich ab, dass man keine Angst vor Feuer haben sollte. Es fliegen Funken. Die grobe Form steht. Jetzt geht's an die Maßarbeit. Zuallererst wird die überflüssige Schlacke entfernt, von Hand wohlgemerkt. Kraft also sollte mitgebracht werden. Denn Kraft wird auch in den folgenden Schritten benötigt. Kanten abflachen, das Metall in Form bringen. Die einzige Ruhephase hat man eigentlich nur, wenn das Werkstück in der Esse, also im Ofen, erhitzt wird. 1200 Grad sind notwendig, um das Metall zu bearbeiten. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass man das Werkstück nur mit einer bestimmten Schmiedezange anfasst. Diese wird im Übrigen auch des Schmiedes Hand genannt. In der 3,5-jährigen Ausbildung macht man aber nicht alles nur von Hand. Man arbeitet auch mit verschiedenen Maschinen, die man benötigt, um feine Sachen am Metall zu verändern, wie beispielsweise die Struktur. Das übernimmt allerdings Armin für mich. Zu guter Letzt ist aber dennoch wieder Handarbeit gefragt, bevor man ein fertiges Produkt wie dieses in seinen Händen halten kann. Also Robert, du hast ja gesehen gehabt, hier haben wir, wie du heute dein Blatt gemacht hast, einen aus dem Blech raus, nicht gekauft, sondern wirklich Handwerk hast du hier zelebriert. Ich würde sagen, für das erste Mal, super gemacht. Ja, das hört man gerne, hat auch wirklich Spaß gemacht. Ah, hallo Herr Kegel. Ja, zeig mal. Das ist mein Produkt. Nach einem Nachmittag, oder? Ja, also klar, wir haben das zusammen gemacht. Aber Achim, wie hat er sich angestellt? Ja, für das erste Mal gar nicht schlecht. Okay, Respekt, Robert. Ja, den habe ich, glaube ich, auch verdient. Hat wirklich Spaß gemacht, sehr anstrengend. Ja. Man muss wirklich Kraft haben und man sollte keine Angst vorm Feuer haben. Habe ich auch festgestellt, zwischendurch toll geworden. Funken. Hat aber Spaß gemacht. Also wenn ich das mitnehmen darf, würde ich es gerne zu Hause aufhängen. Ja? Auf jeden Fall. Da nehme ich das auf jeden Fall mit, hänge das bei mir in die Wohnung. Liebe Zuschauer, das war's für heute mit dem Ausbildungsbarometer. Ich verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Abend. Bis dann.